Boah, 32 Grad heute, da kann man sich über leichte Brise definitiv freuen. Aber auch für unser Tuning-Projekt wird es heute ziemlich luftig. Wie genau? Nach dem Intro seht ihr es. Aber bringt alles nichts. Irgendwer muss die Arbeit machen, deswegen lege mal los. So, ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar Thema Luftfahrwerk. Luftfahrwerk von der Firma Brassis verbauen wir heute. Ich habe im Ganzen schon mal die Bodenplatte für den Kofferraumausbau orgfertigt. Relativ anstrengende Arbeit, bis alles wirklich passt und zugeschnitten ist. Deswegen ist es abhängig davon, wie ihr eure Lösung im Endeffekt für die Montage bildet, ist es mehr oder weniger anstrengend. Nichtsdestotrotz will ich jetzt mal hier auf die Produkte eingehen. Firma Brassis, relativ unbekannt noch hier in Deutschland, hat ein sehr, sehr geiles Material und komponententechnisch, habe ich auch von anderen schon gehört, ist es echt High Level. Also da können sich andere Firmen definitiv eine Scheibe abschneiden. Deswegen haben wir uns dafür auch entschlossen, hier das Luftfahrwerk zu verbauen. Was haben wir denn alles im Lieferumfang? Alles, was wir benötigen zum Einbau. Angefangen vom Lufttank, der dementsprechend schon die Anschlüsse vorkonfiguriert hat und zusätzlich noch freie Slots zur Verfügung hat, falls man das System erweitern möchte. Dazu gibt es dann natürlich auch den passenden Kompressor, der die Luftversorgung herstellt. Das Ganze noch auf einer schwingungsgedämpften Platte, sodass später keine großen Geräusche wahrnehmbar sind, wenn der Kompressor anspringt. Richtig geil ist der Kabelsatz hier. Der Kabelsatz ist komplett vorkonfiguriert und mit Steckverbindungen vorgesehen. Das heißt, ihr habt später keinerlei Action, irgendwelche Kabel Ort zu pinnen, Ort zu löten und so weiter. Das ist alles hier schon soweit vorgerichtet. Zusammenstecke, ausschließe und die Sache läuft. Richtig, richtig coole Zeitersparnis. Natürlich habt ihr auch die Druckluftschläuche dabei und dann geht es weiter mit der Steuerung. Mir habe jetzt hier eine Achssteuerung, die P2W und das ist der Steuerblock dazu. Wir haben hier immer den Lufteingang und den Luftausgang für die Entleerung quasi und dann für Front und Rear, also Vorder- und Hinterachse, die Luftanschlüsse. Das Ganze gibt es natürlich auch mit einer Einzelradansteuerung. Ist dann auch etwas kostenintensiver, allerdings für Fahrzeuge, die wirklich im Performance-Bereich unterwegs sind, sehr zu empfehlen, da die Luftdrücke in den einzelnen Luftbälgen auf jeder Achse und jeder Seite einzeln ansteuerbar sind und somit nochmal eine bessere Dosierung erfolgt. Aber auch hier die Achssteuerung, sehr gut auf jeden Fall. Und ich habe die Dinger schon gefahren und muss sagen, ich war echt begeistert. Also man kann immer noch sportlich unterwegs sein und hat ganz klar den Komfort immer noch im Hintergrund. Für Langstrecke hockt er nicht wieder auf dem Schleifstein und hoppelt durch die Gegend. Somit eine sehr, sehr geile Lösung. Alles in allem hier mal der Elektronikpart. Halt, habe ich noch fast vergessen. Es gibt natürlich noch eine Fernbedienung dazu. Die ist dementsprechend zur Ansteuerung der Achsen. Oder auch hier könnt ihr euch drei Luftdrücke einspeichern, dass ihr feste Werte habt, um hier nicht jedes Mal das Ganze anwählen zu müssen. Und dazu auch das Informationsdisplay, das euch hier den aktuellen Luftdruck anzeigt, der auf Vorder- und Hinterachse herrscht. Ganz wichtig, der muss auch im Sichtbereich des Fahrers verbaut sein, um das Ganze natürlich später eventuell eingetragen zu bekommen. Weil ich sage, eventuell eingetragen. Thema Airride ist ein heißes Thema nach wie vor. Es gibt keine 100% klare gesetzliche Bestimmungen bezüglich der Umfänge, die alle passen müssen. Somit haben wir hier auf jeden Fall eine Bauartgenehmigung der Komponenten. Ganz wichtig, entspricht quasi sowas wie ein, wie soll ich denn sagen, Festigkeitsgutachten, Materialgutachten. Aber es gibt von der Firma Brassis noch keine Teilegutachten für jedes einzelne Fahrzeug. Also hier ganz wichtig, das mit eurem Prüfer des Vertrauens vorher absprechen. Und das Fahrwerk könnt ihr ja bei der Firma Stanek Works erwerben. Und der Christian kann euch hier auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, um das Ganze eventuell eingetragen zu bekommen.
Aber wie immer, alles vorher abklären in dem Projektumfang, was ihr vorhabt, und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Das war der Elektronik- und Luftversorgungspart und jetzt gehen wir an die Luftbälge und dann nehmen wir euch mit und mache hier ein Live-Unboxing. Et voilà, ein Federbein für die Hinterachse. Sehr, sehr nice. Ah, schön hier reingeschrieben für der F22 Hinterachse plus die Bauartnummer. Und wie ihr sehen könnt, es ist sehr, sehr geil von der Hochwertigkeit. Auch hier die Einstellung von der Druckstufe vom Dämpfer. Sehr, sehr nice. 32-fache Verstellung haben wir hier, also können wir hier richtig schön das Ganze abstimmen. Noch ein Dämpfer. Dann haben wir hier eine Sturzstrebe. Und zwar diese Strebe brauchen wir, damit hier der Luftbalg, der ungefähr hier sitzt, Platz hat, wenn er in die Null-Bar-Position geht und sich ausdehnt. Deswegen müssen wir die originale Strebe, die gerade ist, austauschen. Das Ganze einmal auch links und rechts. Das ist das Montagewerkzeug für die Verstellschraube und für das Gewinde. Das sind die Adapterbuchse. Die Adapterbuchse kommen auch an der hintere Querlenker dran, um das Ganze noch mal ein bisschen zu fixieren, weil wir werkseitig ziemlich starkes Spiel drin haben und damit wird es quasi etwas verstärkt. Und zu guter Letzt haben wir die Bags. Auch hier nochmal sehr schön zu sehen. Das sieht alles so richtig schön hochwertig aus. Auch hier nochmal mit dem Brassis-Schriftzug drauf. Na, hier der Anschluss dann. Wird dann so montiert auf der Achse. Also ich finde, optisch sieht es schon sehr, sehr hochwertig aus und macht auf jeden Fall ein gutes Gefühl, dass das Ganze auch vernünftig aussieht und vor allem auch vernünftig funktioniert, was das Allerwichtigste daran ist. Gut, haben wir mal hier die Hinterachse, gehen wir jetzt gleich mal an die Vorderachse dran. Und da ist das gute Stück. Auch nochmal sehr schön zu sehen, gleich richtig gekennzeichnet, weil manche Fahrzeuge brauchen links und rechts andere Dämpfer. Geht um die Befestigung, die hier dran ist für die Bremsschläuche, ABS-Leitungen und. Dann haben wir das auch gleich mal schon vorkonfiguriert. Und auch hier, das sieht alles schön aus. Extrem hochwertig. Also richtig, richtig geil. Ah, die Pulverbeschichtung und das Ganze. Gewinde hier lässt sich schön verdrehen. Das ist echt eine sehr, sehr gute Hausnummer, muss ich sagen. Also, ich würde sagen, wir lassen jetzt hier mal eine kleine Product Porn Larve und dann geht's los mit der Luftleitung verlegen. Jetzt geht es hier unten vorwärts, die Luftverteilung. Wir haben zwei Hauptleitungen, die dann über ein T-Stück getrennt werden. Das heißt, wir müssen einmal an die Vorderachse die Hauptleitung vorlegen und hier hinten sind relativ kurze Wege. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich hier neben meine Ausgänge habe und werde dann einmal das Ganze nach vorne verlegen und dementsprechend hinten auch. Wichtig ist, wir haben eine achsweise Ansteuerung, das heißt, die Leitungen, die dann links und rechts verteilt sind, sollten identischerweise von der Länge her gleich sein. Wichtig hierbei ist, dass der Druck gleichmäßig sich verteilen kann. Wir haben ein kürzeres Stück und ein längeres Stück. Natürlich, das längere Stück würde dann etwas mehr Luftvolumen benötigen
gegenüber dem Kurzer. Wenn wir das dann gleich machen, mit der Schlaufe, die ich dann später lege, können wir hier auch die Druckwerte relativ identisch halten. Das, wie gesagt, an Vorder- und Hinterachse. Ich mache mich jetzt mal dran, die Unterbodenkleidung zu demontieren, die mir im Weg ist, und werde die Luftleitungen hier am Unterboden verlegen und befestigen. Da könnte man jetzt in aller Ruhe mal zugucken. Gibt es nicht viel zu sagen erstmal. Das gleiche machen wir jetzt hier für die rechte Seite. Dadurch, dass der Weg kürzer ist, lege ich mir hier zwei Schlaufen. Und so müsste ich dann mit der Verlegung auch hinkommen. In etwa. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal alles fest. Und dann ist das fixiert. Ihr könnt sehen, ist hier ein bisschen ein Kabel oder Leitungswirrwarr, besser gesagt. Aber ist hier unter der Unterbodenverkleidung schön versteckt, ist dementsprechend geschützt, kann nicht beschädigt werden. Und dann gehen wir hier auch über die Rathausverkleidung ans Federbein auf. Bevor wir jetzt aber mit der Beifahrerseite anfangen, gehen wir auf die Fahrerseite und tue dann auch schon das Federbein montieren. Und nun haben wir das wunderschöne alte Federbein ausgebaut und tauschen das mal direkt aus. Ich hole mal schnell das andere. Und da sieht man mal einen dezenten Unterschied. Ne? Ganz klar erkennbar, dass dadurch die Tiefe viel besser zu regulieren ist. Und mir jetzt auch vom Einbau her das Ganze extrem einfacher habe. Dementsprechend geht es jetzt in umgekehrter Reihenfolge auch wieder in den Einbau über. Wichtig ist jetzt hier, wir haben hier eine Führungsnase. Die muss natürlich genau hier in den Schlitz wieder reinkommen. Machen wir das Federbein kürzer als es ist. Und dann kommen wir mal auch am Kotflügel vorbei. Und auch hier unten von der Seite, schaut mal, habt ihr hier eine Auflage. Die muss natürlich auch passend mit dem Federbein aufsitzen. Ich nehme jetzt einfach hier mal ein Maß an von 5 cm. Das klingt mal ganz gut. Und das ist jetzt mal so unser Startpunkt. Wir müssen dann eh sehen, wenn es verbaut ist später, wie es dann genau drin hängt und wie tief wir noch gegebenenfalls müssen. Dazu nehme ich jetzt wieder meinen Kollege Getriebeheber zur Unterstützung. Richte das hier oben aus.
Und dann geht's langsam aber sicher nach oben wieder. Jetzt haben wir das neue Federbein verbaut, easy going, und wie ihr sehen könnt, ist jetzt der Anschluss für unsere Luftleitung hier vorne. Der muss natürlich vom Rad weg auf die Innenseite. Den können wir jetzt einfach hier verdrehen. Und jetzt ist wichtig natürlich noch mit einzukalkulieren, wenn wir am Einlenken sind, geht unsere Stabi-Stange hier gewissermaßen mit. Das heißt, mir achte darauf, dass die Luftleitung hier zwischen Halter und Stabi-Stange durchgeht. Und wenn wir das dann hier später befestigen, die Kontermutter, wenn dann unsere Höhe final eingestellt ist, dann bleibt diese Leitung hier immer gleich. Und wenn wir dann komplett links, rechts rum einlenken, haben wir natürlich genauso viel Platz. Aber der wichtigste Wert ist dann dementsprechend beim vollen Linkseinschlag. Dann würde die Verkabelung, sag ich mal, hier entlang laufen oder die Luftleitung. Kann man dann hier noch mit befestigen. Das muss ich dann sehen, wenn alles eingebaut ist. Aber zunächst mache ich mich mal an die andere Seite dran und dann sehen wir uns gleich wieder für die Hinterachse. So, jetzt gehen wir an die Hinterachse dran. Dafür müssen wir erstmal die schöne Felge runter. An der Hinterachse ist es natürlich etwas leichter wie vorne. Hier müssen wir lediglich den seitlichen Stabilstrebe, wie auch immer das Ding heißt, demontieren. Das wird ja ausgetauscht über die andere Variante mit dem Knick drin. Dann wird der untere Hauptträger auch einmal komplett ausgebaut, um natürlich die Versteifungsringe für das Lagerei zu bauen, sowie Federbein und Luftbalg. Deswegen lehnt euch zurück und schaut mir zu, wie ich das jetzt tausche. Und hier kann man nochmal schön erkennen, der Unterschied von beiden Teilen. Weil genau hier zwischendrin dann der Luftbalg sitzt und dann etwas mehr Platz hat. Legendär schon wieder bei der Produktion, hat auch noch geschlafen und der Aufkleber falsch rum drauf gebappt. Eieiei. So, jetzt kommt der Luftbalg. Der hat dementsprechend hier die Führung, die dann hier reinkommt. Und dann kommt hier eine Halteplatte dagegen und eine Schraube. Manchmal wäre es von Vorteil, wenn man noch eine Handmäh dazu hätte. So, jetzt muss erst noch das Federbein raus. Dafür geht das Auto noch mal ein Stück runter. Und da müssen wir jetzt das Domlager demontieren, weil das brauchen wir wiederum beim neuen Dämpfer. Einfach hier die Schutzkappe abmachen. Und darunter verbirgt sich die Mutti. Dann einmal die Staubschutzkappe raus. Und hier ohne drunter haben wir mal ein bisschen Dreck und Oxidation. Das machen wir sauber. Und
und dann sieht es schon wieder ordentlich aus. So, jetzt ist der Kompressor aus. Hier haben wir eine Führungshülse, die bleibt oben drauf. Domlager einfach draufstecken und dann rein mit der Mutti. Dann einmal ordentlich festziehen. Kriegt sie in etwa 20 Newtonmeter, reicht also vollkommen. Nicht wundern, wie ich gerade das Ganze demontiert habe. Normalerweise nimmt man speziell Werkzeug für die Stoßdämpfer, aber da die Ewe fortfliegen, kann man es ja auch so aufmachen. Kleiner Tipp noch, prinzipiell bei jedem Dämpfer, den ihr tauscht, habt ihr ja irgendwelche Bezeichnungen drauf, richtet das gleich so aus, dass der Prüfer später das sofort erkennen kann, nicht erst mit dem Spiegel um die Ecke schauen muss und so weiter. Die freuen sich. Wichtig ist jetzt vor allem hier, ich habe jetzt die ganze Schraube noch nicht fest angezogen. Denn als allererstes werde ich mal das Ganze jetzt ausrichten, wie es in Fahrthöhe etwa ist. Denn die ganze Lager und so weiter soll es sich ja in der Fahrhöhe optimal bewegen. Das heißt, wenn er die jetzt im ausgefederten Zustand zuballert, dann ist die Gefahr, dass die Verwinklung zu stark auf das Lager geht und es geht früher kaputt. Deswegen Reife drauf. Hochpumpe mit dem Getriebeheber, bis es auf der in etwa Fahrhöhe ist. Muss jetzt nicht 100% genau sein. Aber dann sind wir auf Nummer sicher, dass die Lager optimal arbeiten können und vor allem nicht vorzeitig verschleißen. So in etwa würde ich jetzt mal grob sagen, ist die Fahrhöhe. Das sieht man ganz gut aus. Im Zweifelsfall kann man dann später, wenn man alles eingestellt hat, das natürlich auch nochmal machen. Im besten Fall dann auf eine befahrbare Bühne, wo man dann natürlich alle vier Räder auf der Bühne stehen hat. Dann kann man die Lager lösen und nochmal festmachen. Oder beim Achsvermesser unter Umständen. Das ist dann kups wie gedupft. Ich mache es jetzt mal zunächst, damit wir für die Probefahrt und so weiter da auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind. So Freunde, jetzt kommt der Moment, wo man mal der Wahrheit ins Auge schaue. Ach Gott, blende die Sonne, hä? Wir lassen jetzt mal runter und dann schauen wir mal, in welche Richtung man müsse, ob man noch weiter Luft drehen müsse oder weiter runter. Ich bin gespannt. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Die Richtung passt auf jeden Fall. Allerwichtig ist natürlich die Freigängigkeit, ne? Die muss gegeben sein, dass man natürlich volle Rollfähigkeit habe, falls ein Druckluftverlust stattfindet. Das ist jetzt aber, wie gesagt, nochmal Einstellungssache. Alles in allem ging es doch recht super easy. Klar, es ist aufwendiger wie ein normales Fahrwerk, da wären wir schon längst fertig und bei der Achsvermessung schon auf der Bühne. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen was zu tun, aber Dirty Fingers, mehr als nur die Finger bei mir. Ich mache jetzt Feierabend für heute, gehe duschen und danach gehe ich in Ruhe an die Einstellungssache dran und an die Elektrik. Und wenn ich die Elektrik soweit durch habe, hole ich euch gleich wieder ab und dann machen wir weiter, dass wir das Projekt final abschließen können, was das Thema Airride angeht. Also bis gleich. Die Achsvermessung haben wir hinter uns und jetzt sind wir quasi mehr oder weniger fertig. Ich habe die finale Abstimmung gemacht und will euch, bevor ich die aber zeige, den Kofferraumausbau zeige, denn der ist nämlich jetzt auch endgültig fertig. Kommt mal hier rum, hier seht ihr quasi die Bodenplatte, die ich angefertigt habe, zusammen mit dem Lufttank.
Und hier neben ist der Kompressor versteckt. Wundert euch jetzt nicht. Mein Kollege, der mir den Maßschlauch anfertigen wollte, ist noch in Thailand im Urlaub. Somit habe ich jetzt zwei Schläuche verlängert mit einer Muffe, damit halt zumindest das Ganze ansteuerbar ist. Ich habe hier noch eine kleine Wartungsklappe eingebaut. Hier unten drunter verbirgt sich quasi auch die Steuereinheit mit sämtlicher Leitungen und allem drum und dran. Mache ich jetzt nicht auf, weil das habe ich noch nicht so schön verlegt. Muss ich noch ein bisschen nacharbeiten, aber alles in allem habe mal hier natürlich jetzt noch immer noch genug Platz, um dementsprechend den Einkauf hier zu platzieren. Und sieht natürlich jetzt auch sehr schick aus. Aber ihr wollt jetzt natürlich wissen, wie das Ding aussieht, wenn er auf dem Boden liegt. Wir haben jetzt gerade den Werkstattmodus, sage ich mal, also komplett hochgepumpt, auch für Schlechtwege und allem drum und dran, und können jetzt hier problemlos auf die Hebebühne fahren. Jetzt fährt das Fahrzeug quasi in die TÜV-fähige Höhe. Sprich, TÜV-fähig, was brauchen wir dazu? Fahrzeug muss mindestens 50 km/h schnell rollbar fahrbar sein auf gerader Strecke. Und dazu kommt dann noch der besagte BO-Kraftkreis. 12,5 Meter im Radius muss er hier den Einschlagwinkel halten. Wenn ich jetzt hier das Lenkrad einlenke, seht ihr, haben wir genug Lenkeinschlag, um den BO-Kreis zu fahren. Jetzt sagt er natürlich, für was habe ich jetzt einen Airride gekauft? Das kann ich natürlich auch mit einem Gewindefahrwerk realisieren. Ist richtig. Jetzt ist hier das größte Problem, Übergang, Kotflügel zum Stoßfänger. Da haben wir am wenigsten Platz. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Da haben wir nämlich auch noch was Schönes im Petto. Und das ist jetzt mal die Istlage. Aber ich habe das Fahrwerk noch nicht final eingestellt. Somit zeige ich euch jetzt, was mal maximale Tiefe möglich ist und was wir noch im Petto haben. Und das ist doch jetzt mal Ansage, oder? Darum verbaue mir Airride, um das Ding komplett einmal abzulegen. Aber großes Problem, jetzt können wir den BO-Kraftkreis nämlich fahren. Das habe ich dem Dominik erzählt, habe gesagt, hey, wir haben doch bei unserem Messegolf die geile Radlaufblende drauf gemacht. Lass uns das hier auch machen, weil dann kann ich nämlich hergehen, die Blende ansetzen, Kotflügel, Stoßfänger ausschneiden und dann habe ich meine nötige Freigängigkeit, um den BO-Kraftkreis zu fahren. Hat er gesagt, jo, habe ich Bock drauf, machen wir, alles klar. Wird dementsprechend Folge, dauert noch ein bisschen, weil man natürlich jetzt erst in die Konstruktion reingehe und in die Produktion und allem drum und dran, aber hier folgt auf jeden Fall auch noch mal ein Video. Alles in allem eine richtig geile Sache, sieht natürlich richtig fett aus. Wohlgemerkt, in der Stellung kann ich jetzt immer noch geradeaus mit 50 km/h fahren. Es schleift nichts an der Radhäuser, im Gegenteil, ich hätte sogar noch Platz. Also beste Voraussetzungen mit der Radlaufblende noch mal ein bisschen mehr Freigängigkeit für den Lenkwinkel zu generieren. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt gefallen. Ein kleiner Einblick darauf, was das Airride-System angeht. Klar, mehr Einbaumaßnahmen, längere Einbauzeiten und so weiter bringt es halt mit. Aber das Ergebnis kann sich doch sehen lassen, oder? Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Teilt es natürlich wie immer in die Welt hinaus. Und im nächsten Video gehen wir dann mal an unsere Carparts Store. Wird nämlich jetzt Zeit, dass das Ding auch noch ein paar Spoiler von uns kriegt. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. I'm above, you're below us all. No love in the dojo, fools. Utilize my golden tool. No repentance is overdue. If you're in the road, we're in the whip there.